grün, blau. Farben. Der kluge Herr Günther weiß, wie die Farben heißen. Allerdings, denn ich weiß so ziemlich und fast überhaupt alles. Mit welcher Farbe wollen wir denn anfangen? Natürlich mit rosa. Also gut, meinetwegen. Beginnen wir mit rosa. Und woran erklären Sie uns die Farben, Herr Günther? Natürlich an einem Regenwurm. Ein Regenwurm ist nämlich sehr schön rosa. Also gut, dann erkläre ich die Farben eben an einem Regenwurm. Das hier ist rosa. Rosa. Kommen wir nun zur Farbe blau. Huch, Schorsch, du bist plötzlich ganz blau. Blau. Das ist ungerecht. Du wolltest unbedingt, dass ich die Farben an einem Regenwurm erkläre. Nun seht ihr die Farbe grün. Grün. Auweia, Schorsch, du bist ganz grün um die Nase. Ein Regenwurm hat keine Nase. Und nun bitte die Farbe orange. Orange. Orange, da wird einem ja ganz schwindelig. Und jetzt lila. Aufhören. Lila. Wir sind aber noch nicht fertig. Wir wollen noch die Farbe braun. Nö, das wollen wir nicht. Ich sehe aus, als wäre ich in ein Hundehäufchen gefallen. Braun. Und jetzt bitte die Farbe gelb. Schorsch, ich finde, du siehst irgendwie krank aus. So ein Mist aber auch. Ich mache nicht mehr mit. Gelb. Nur noch die Farbe rot. So viele Farben. Rot. Rot. Gelb. Braun. Lila. Orange. Grün. Blau. Jetzt reicht's aber. Ich bin ein Regenwurm und kein Regenbogen. Und rosa. Rosa steht dir am besten, Schorsch. Nun habt ihr die wichtigsten Farben gelernt. Nö, eine Farbe fehlt noch. Wirklich? Welche denn? Schwarz.